Namaste. Wir sind wieder bei unseren Ladder Flows. Heute geht es um starke Arme. Wir haben eine fließende Sequenz, in der wir in jeder Runde ein Asana hinten dran hängen, das wir für fünf Atemzüge halten. Mit den schwierigsten fangen wir an. Also, es geht los. Auf den Bauch. Schlag die Zehen hinten unter und wir fangen an mit einem perfekten Brett. Drückt euch mal nach oben, ohne euch vom Boden abzuschälen. Also guckt mal, ob ihr, wenn ihr nach oben kommt, Hände unter den Schultern, ob ihr euch nach oben ins Brett drücken könnt. Gut, von hier im Brett. Versucht den oberen Rücken ruhig ein bisschen gewölbt zu halten. Also kein Brett, in dem ihr hier durchhängt, die Hüften tief sind, dass wir nach oben schauen, auch mit komischen Füßen. Sondern drückt die Hände in die Matte. Mittelfinger sind gerade nach vorne, Ellenbogen, Innenseiten zeigen nach vorne. Schulterblätter sind weit auseinander. Drückt die Hände so in die Matte, als wolltet ihr euch von der Matte wirklich wegdrücken. Schulterblätter zusammen würde so aussehen. Hebt euch nach oben. Fersen nach hinten. Könnt ihr noch? Ja. Dann mit dem nächsten Ausatmen kommt erstmal wieder auf die Matte. Und das war schon unsere erste Runde. Gut. Einatmen, ausatmen. Und von hier aus Hände wieder unter die Schultern. Guckt wieder, ob ihr in der geraden Linie nach oben kommen könnt. Brett. Und mit dem nächsten Ausatmen bringt den rechten Fuß nach oben. Haltet, lasst eure Arme super stark. Rechten Fuß nach hinten. Einatmen und ausatmen. Aktiviert das linke Bein. Drückt euch mit den Händen noch mal ein Stückchen weiter nach oben. Und dann setzt den Fuß wieder ab. Diesmal kommen wir ins Kind. Tiefe, lange Atemzüge. Einatmen und ausatmen. Mit dem nächsten Einatmen fangen wir diesmal hoch an, wenn wir ins Brett kommen. Streckt die Beine aus und dann machen wir das gleiche auf der linken Seite. Hebt das linke Bein nach oben, drückt die Hände weiter in die Matte. Super starke Arme, spürt eure Oberarme arbeiten. Tief einatmen, ausatmen. Streckt die Zehen in die Länge. Haltet noch einen kleinen Moment. Lange, ruhige Atemzüge mit dem nächsten Ausatmen. Setzt den Fuß wieder ab. Kommt in die Hocke diesmal und schüttelt die Handgelenke aus. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Handgelenke brechen durch, ihr könnt immer ein bisschen auf die Finger kommen. Also die Handflächen vom Boden heben oder eure Hastabandhas, eure Handflächensiegel anwenden. Das heißt, ihr stellt euch vor, ihr habt Saugnäpfe in den Handflächen, zieht die Handflächen nach oben, Unterarme nach oben, sodass eure Arme wirklich super stark werden. Wenn ihr hyperflexible Ellenbogen-Innenseiten habt, dann stellt euch vor, dass eure, oder kommt in das Gefühl, dass eure Ellenbogen leicht gebeugt sind. Ihr müsst dann viel mehr mit den Oberarmen arbeiten, das wollen wir ja heute. Gut, gehen die Handgelenke wieder, machen wir weiter. Kommt wieder in den Vierfüßlerstand, vom Vierfüßlerstand ins Brett. Mit dem nächsten Einatmen bringt das rechte Bein nach oben und dann guckt mal, ob ihr mit der linken Hand auf die Fingerspitzen kommen könnt. Wenn ihr könnt, könnt ihr die Hand auch ganz vom Boden hochnehmen. Haltet euer Gleichgewicht. Guckt mal, wo die Hand hin will. Es genügt wirklich, wenn ihr auf die Fingerspitzen kommt, für ein bisschen Gleichgewicht. Mit dem Ausatmen kommt zurück in die Hocke, ins Kind. Guckt mal, ob ihr die Handgelenke wieder ausschütteln wollt. Könnt ihr ein bisschen mit den Handgelenken kreisen. Aber das Schöne ist ja daran, wir halten alles nur einmal ganz lang. Kommt zurück in den Vierfüßlerstand. Rechtes Bein lang, linkes Bein lang, linkes Bein vom Boden hoch. Und guckt mal, ob ihr hier die rechten Fingerspitzen, ich habe heute kein Gleichgewicht, absetzen könnt. Fühlt euch hier rein, tief einatmen und ausatmen. Nochmal einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Setzt die Knie wieder ab, Handgelenke ausschütteln und dann machen wir noch eine Position dazu. Kommt wieder zurück in den Vierfüßlerstand, vom Vierfüßlerstand ins Brett. Nehmt das rechte Bein nach oben, die linke Hand nach oben, zieht das rechte Bein an, rollt auf die Außenseite oder auf den linken Fuß, streckt die linke Hand nach oben, das rechte Knie bleibt ganz nah an der Brust. Gut. Tief einatmen und ausatmen, kommt zurück in den Hund, setzt den rechten Fuß ab. Von hier aus
kommt zurück ins Brett. Im Brett, linkes Bein nach oben, rechte Hand nach oben, kommt ins Vasisthasana, zieht das linke Knie an die Brust, rechte Hand nach oben, drückt die Hände in die Matte, tief einatmen und ausatmen. Einatmen, zieht das Knie noch ein bisschen weiter an, rechte Hand weit nach oben, linke Hand drückt in die Matte und ausatmen. Bringt die Hand wieder nach unten, kommt zurück in den Kopf. Gut. Einatmen, braucht ihr eine Pause nur, ne? Kommt zurück ins Brett, rechten Fuß nach oben, linke Hand nach oben, Vasisthasana, aktivieren, ausatmen, bringt das rechte Knie nach vorne zwischen die Hände, setzt das linke Knie ab, kommt in ein Adha Hanuman Manasana, zieht die Hüften nach hinten, hinter das linke Knie, faltet euch über dem rechten Bein zusammen. Einatmen, lasst den Rücken lang werden, mit dem Ausatmen, faltet euch noch ein bisschen weiter zusammen. Nutzt eure Bauchmuskeln dazu, zieht Sitzbein, Hacker und Schambein und Steißbein aufeinander zu, Mula Bandha und faltet euch im Mula Bandha hier nach vorne. Einatmen und ausatmen. Ihr könnt hinten die Zehen lang lassen oder untergeschlagen lassen hier in der ersten Runde. Mit dem nächsten Einatmen kommt nach vorne, setzt die Hände hier ab, ausatmen, zurück in den Hund. Einatmen, kommt zurück ins Brett. Ausatmen, linken Fuß nach oben, rechte Hand nach oben, Vasisthasana. Ausatmen, kommt zurück und setzt den Fuß gleich, linken Fuß gleich vorne ab, rechtes Knie an den Boden. Hüften nach hinten und faltet euch über dem linken Bein zusammen. Einatmen, vielleicht lasst den Rücken nochmal lang werden. Ausatmen, faltet euch zusammen. Zieht die Zehen zu euch ran. Ihr könnt die Zehen rechts wieder hier untergeschlagen lassen. Tief einatmen und ausatmen. Einen halben Spagat. Tiefe, lange Atemzüge. Und mit dem Einatmen kommt zurück. Setzt den linken Fuß ab. Bringt ihn nach hinten in den Hund. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier Vinyasa dran machen. Brett, Ellenbogen beugen. Einatmen nach oben schauen, der Hund. Ausatmen nach unten schauen, der Hund. Gut. Von hier fangen wir wieder mit rechts an. Brett, rechtes Bein nach oben, linke Hand nach oben. Vasisthasana. Ausatmen, linke Hand wieder nach unten, rechten Fuß nach vorne. Adha Hanuman Manasana. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, faltet euch zusammen. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, falten. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, falten. Mit dem nächsten Einatmen setzt den rechten Fuß ab, kommt aufs linke Knie und bringt die Arme nach oben in einem Crescent Lunge. Hier in der ersten Runde könnt ihr das Knie am Boden lassen. Faltet die Hände, zieht die Füße aufeinander zu, dass ihr euch nicht in den Hüften ausruht, sondern, nicht so, sondern Arme nach oben, zieht die Füße aufeinander zu, Knie in Richtung rechte Ferse in Richtung linkes Knie. Schaut nach oben, nutzt euren ganzen Rücken für eine tiefe Beuge. Einatmen und ausatmen. Mit dem nächsten Ausatmen faltet die Hände vor der Brust, nehmt das Knie nach oben und hakt mit dem Ellenbogen hinter dem rechten Knie ein. Tiefe, lange Atemzüge, presst die Hände zusammen. Einatmen und ausatmen. Aktiviert die Beine, hängt nicht im linken Bein, sondern zieht die linke Ferse ganz nach hinten. Mit dem nächsten Einatmen zieht die rechte Hand nach oben und kommt in eine stehende Drehung. Standing Twist. Tiefe, lange Atemzüge, aktive Beine. Einatmen und ausatmen. Einatmen, kommt zurück in die Mitte übers rechte Bein. Rechten Fuß nach hinten, schaut zwischen die Oberschenkel in den Rücken. Einatmen und ausatmen. Seid ihr bereit für die andere Seite? Einatmen, Brett. Und dann vom Brett. Linkes Bein nach oben, rechte Hand nach vorne, Vasisthasana, ausatmen, linken Fuß nach vorne, Adha Hanuman Manasana. Dreimal hier einatmen, länger werden, einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Einatmen, setzt den linken Fuß ab, kommt aufs rechte Knie, Hände nach oben. Linker Fuß zum rechten Knie.
Schaut nach oben. Nutzt eure ganze Wirbelsäule hier für die Drehung. Gut. Starke, starke Arme. Zieht die Arme nach oben. Einatmen. Und ausatmen. Mit dem nächsten Ausatmen hakt mit dem rechten Ellenbogen hinter das linke Knie. Bringt das Knie mal nach oben. Faltet die Hände vor der Brust. Guckt, dass alle Kanten auf dem Brustbein sind. Schaut über die Schulter an die Decke. Kommt noch ein bisschen tiefer. Streckt das, die rechte Ferse nach hinten. Einatmen, ausatmen. Bringt die linke Hand nach oben. Zieht euch in die geöffnete Drehung. Einatmen, ausatmen. Seid ihr auch so warm wie mir? Tiefe, lange Atemzüge. Und hier haben wir uns jetzt eine kleine Pause verdient, oder? Einatmen, bringt die Hände über den Kopf. Ausatmen. Kommt zurück. Hier an den Boden. Aus dem Kind, seid ihr bereit für die nächste Runde. Bringt die Hände wieder auf die Matte. Kommt ins Brett. Einatmen. Rechtes Bein nach oben, linke Hand nach unten, nach oben. Vasisthasana. Ausatmen. Kommt zurück. Rechtes Bein nach vorne. Adha Hanumanasana. Einatmen. Schaut nach oben. Ausatmen. Beckenboden nach oben. Faltet euch zusammen. Einatmen. Rücken lang. Ausatmen. Falten. Einatmen. Rücken lang. Ausatmen. Falten. Einatmen. Kommt mit dem linken Knie nach oben. In den Crescent Pose. Ausatmen. Hakt mit dem linken Ellenbogen runter, Hände vor der Brust zusammen. Einatmen, rechte Hand nach oben, zieht euch in die stehende Drehung. Dann bringt die rechte Hand hinter den Rücken, linke Hand nach oben. Tief einatmen und ausatmen. Aktiviert hier den Po auf der linken Seite, hängt nicht im linken Bein, sondern drückt aktiv die Ferse nach hinten, lasst das Bein lang und gerade werden. Rollt hier die Schulter ganz nach innen, sodass ihr die linke Hand fast einmal um euch selber wickeln könnt. Schaut nach oben mit dem Ausatmen. Dreht den linken Fuß ein, kommt in den Krieger 3. Da versucht, ob ihr den rechten Oberschenkel nach unten bringen könnt, in die Waagerechte. Bringt das rechte Knie ein bisschen weiter nach außen, guckt mal über die Kniescheibe, macht ein Auge zu. Guckt über die Kniescheibe, ob die Mitte der Kniescheibe in einer Linie mit dem Mittelfußknochen vom mittleren Zeh ist. Achtet darauf, dass ihr nicht auf den linken Fuß auf die Innenseite rollt. Rollt beide Oberschenkel auseinander, lasst die Rippen tief und vergesst nicht, die Arme ausgestreckt zu lassen. Schaut über den rechten Mittelfinger ganz aktiv nach vorne. Einatmen, großes Rad, beide Hände neben den rechten Fuß und zurück ins Brett. Linken Fuß nach oben, rechte Hand nach oben, Vasisthasana und ausatmen, zurück nach unten. Adha Hanumanasana. Beckenboden nach oben. Einatmen. Ausatmen. Falten. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Setzt den linken Fuß ab. Rechtes Knie nach oben. Crescent Pose. Von der Crescent Pose faltet die Hände. Lasst die Hände gefaltet. Hakt ein in die Triumph. Upsala. Gleichgewicht verloren. Und bringt die linke Hand nach unten. Von hier in die stehende Drehung. Beide Hände nach oben. Linke Hand hinter den Rücken. Schaut nach oben an der Hand. Rücken lang hier im Reverse Crescent. Zieht die Füße aufeinander zu. Einatmen, ausatmen. Einatmen und ausatmen. Kommt in den Krieger 3. Oberschenkel nach außen gerollt, aktiviert wieder die Füße, stellt euch vor, ihr drückt die Füße so weit in die Matte, dass ihr aus der Position wieder rauskommt. Starke Arme, wenn ihr das Gefühl habt, eure Schultern rollen nach vorne, öffnet die Handflächen nach oben, beide Variationen sind super. Einatmen und ausatmen, einatmen, großen Kreis, Hände nach unten, linken Fuß nach hinten und ihr landet zurück im Brett. Ihr könnt jetzt hier ein Vinyasa machen, Ellenbogen beugen, einatmen und ausatmen. Wir sind zurück im Hund und bereit für die nächste Runde, oder? Einatmen, kommt zurück ins Brett. Aktiviert das rechte Bein, linke Hand.
Vasisthasana. Ausatmen, rechten Fuß nach vorne. Adha Hanumanasana. Einatmen, rechten Rücken lang. Bring die Zehen nach oben. Ich mache es gerne mit den Zehen nach oben. Die Zehen nach oben. Ausatmen. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen, setz den Fuß auf den Boden ab. Linkes Knie nach oben. Crescent. Twist. Hand nach oben. Stehende Drehung. Hand hinter den Rücken. Linke Hand nach oben. Schaut nach oben. Ausatmen. Und ihr seid wieder im Krieger 3. Im Krieger 3 bringt die Hände mal über den Kopf. Ausatmen. Faltet euch nach unten. So tief ihr wollt. Ihr könnt euch einen Block nehmen, auf den ihr die Hände stellen könnt. Lasst das rechte Bein gebeugt. Wenn ihr das Gefühl habt, euer rechtes Knie fällt nach innen, drückt es einfach ein Stückchen nach außen und bleibt hier. Auf dem Block könntet ihr aber auf den Unterarm kommen, wie sich das gerade gut anfühlt. Einatmen und ausatmen. Ihr könnt auch mal gucken, ob ihr sonst den Kopf vom Boden abstellen wollt. Tief einatmen und ausatmen. Mit dem nächsten Einatmen, Rücken wieder lang und gerade, lauft zurück zum rechten Bein. Bringt das rechte Bein nach hinten, zurück ins Brett. Linkes Bein nach oben, rechte Hand nach oben. Vasisthasana. Ausatmen, zurück ins Adha Hanumanasana. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, falten. Einatmen, Rücken wieder lang. Ausatmen, vorwärts, falten. Spürt die Dehnung im linken Bein. Einatmen und ausatmen. Einatmen, setz den Fuß ab. Rechtes Knie vom Boden weg. Crescent Pose, Twist, linke Hand nach oben, offener Twist, linke Hand hinter den Rücken, rechte Hand nach oben, ausatmen in den Krieger. Lass das linke Knie gebeugt und auch hier Arme nach oben, kommt durch die Mittellinie nach unten, zieht wieder das Knie nach außen, wenn ihr das Gefühl habt, es fällt nach innen, setzt den Kopf am Boden ab, setzt die Ellenbogen am Boden ab, wie es sich gut anfühlt, tiefe Dehnung hier. Im linken Oberschenkel. Tief einatmen und ausatmen. Gut. Einatmen, kommt wieder nach oben, lauf zum linken Fuß zurück. Linken Fuß nach hinten. Brett. Und dann machen wir gleich weiter auf dieser Seite. Ja. Und wenn wir Vinyasa machen, wir machen Vinyasa. Beugt die Ellenbogen. Einatmen nach oben, schauender Hund. Ausatmen nach unten, schauender Hund. Gut. Von hier aus weiter. Jetzt machen wir noch ein paar Svakonasana dazu. Einatmen, Brett, ausatmen, linken Fuß nach oben, rechten Fuß nach oben, linke Hand nach oben, beugt das linke Knie, Vasisthasana, ausatmen, rechten Fuß nach vorne, nach hinten, einatmen, Rücken lang, Zehen ran, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, setzt den rechten Fuß ab, linkes Knie kommt vom Boden hoch. Crescent, Twist. Einatmen, ausatmen, kommt zum Stehen. Einatmen, Entschuldigung, rechte Hand hinter den Rücken, linke Hand nach oben. So. Dreht euch in den Krieger. Einatmen, ausatmen, beugt euch in die Mitte nach vorne, rechtes Bein bleibt gebeugt. Gut, linke Hand kommt genau unters Kinn, rechte Hand kommt nach oben. Tief einatmen. Ausatmen, einatmen und ausatmen. Nochmal das Knie vielleicht ein bisschen mehr beugen und dann setzt die rechte Hand auf die Innenseite des rechten Fußes und zieht die linke Hand nach oben in die Diagonale, dass euer linker Fuß, linkes Knie, linke Hüfte, linke Schulter, linke Hand einnimmt. Könnt ihr ein bisschen tiefer kommen. Einatmen und ausatmen. Mit dem nächsten Ausatmen bringt die linke Hand wieder nach hinten, rechten Fuß nach hinten, andere Seite. Beugt die Ellenbogen, einatmen nach oben, schauen nach unten, ausatmen nach unten, schauen nach unten. Gut. Von hier aus zurück ins Brett, linken Fuß nach oben, rechte Hand, Vasisthasana, zurück nach unten, Adha Hanumanasana. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, setzt den Fuß ab, rechtes Knie nach oben, Crescent Pose, Twist, einatmen,
Ausatmen zum Stehen. Linke Hand hinter den Rücken, rechte Hand nach oben. Rechten Fuß hinter den Rücken, Quieker. Hände über den Kopf, ausatmen. Faltet euch zusammen. Rechte Hand in die Mitte, linke Hand nach oben. Tiefe Drehung. Drückt die rechte Hand hier richtig in die Matte, zieht die linke Hand nach oben, lasst das linke Knie gebeugt. Guckt mal, dass es nicht nach innen fällt. Einatmen mit dem Ausatmen. Linke Hand auf die Innenseite des linken Fußes. Rechte Hand zieht über den Kopf. Bringt die Hüfte wieder ein Stückchen tiefer. Schaut an die rechte Handfläche. Einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Streckt die Hand noch ein bisschen weiter nach vorne, rechte Ferse noch ein Stückchen weiter nach hinten. Vergesst die Fußwölbung auf beiden Seiten nicht. Und dann bringt die Hand wieder nach unten. Rechten Fuß nach hinten. In den Hund. Einatmen. Und ausatmen. Setzt die Knie ab. Wir machen drei Atemzüge im Kind, bevor wir die letzte Runde dazu machen. In der letzten Runde machen wir zwei Seiten Vasistasana und dann zwei Seiten dazu. Danach habt ihr es geschafft. Seid ihr bereit? Kommt zurück aus dem Kind in den Vierfüßlerstand, vom Vierfüßlerstand ins Brett. Einatmen, rechts Bein nach oben, linke Hand nach oben. Vasistasana. Ausatmen zurück, rechten Fuß nach vorne. Adha Hanuman Manasana. Einatmen, Zehen ran. Ausatmen, Faden. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, setz den Fuß ab, linkes Knie nach oben, Crescent Pose oder Adha Chandrasana. Ausatmen, hakt in den Twist ein, rechte Hand nach oben, stehender Twist, rechte Hand hinter den Rücken, linke Hand nach oben und dann Krieger 3. Gut, einatmen, Hände nach oben, ausatmen, faltet euch nach vorne zusammen. Einatmen, rechte Hand, ausatmen, rechte Hand nach unten, linke Hand über den Kopf nach vorne. Gut, jetzt guckt mal, ob ihr eine ganz starke rechte Hand habt, sodass ihr hier einfach den rechten Fuß zur Seite nehmen könnt, ins Vasistasana. Ihr könnt den linken Fuß über dem rechten lassen, könnt die rechte Hand, den rechten Fuß nach oben bringen, einatmen. Und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und dann kommt auf den linken Unterarm. Wechselt die Seite. Linker Fuß ist unten, rechter Fuß ist oben. Auch hier könnt ihr wieder einen Stern draus machen. Achtet darauf, dass eure Schulterblätter weit voneinander wechseln. Einatmen und ausatmen. Einatmen. Guck mal, ob es mit dem Bein zu viel wird oder ob es wieder nach oben kommen will. Und dann setzt den zweiten Unterarm ab. Ins Unterarmbrett. Guckt mal, dass die Außenkanten eurer, Außenseiten eurer Unterarme parallel zu den Außenkanten der Matte sind. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen und dann lauft mit den Hüften nach vorne und kommt nochmal in einen Turbohund, in einen Delfin. Drückt die Hände in die Matte, tief einatmen und ausatmen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier noch ein paar Sprünge zum Majorasana dazu machen. Ihr könnt aber auch die Knie absetzen. Für den Atemzug ins Kind kommen, bevor wir die zweite Seite machen. Sieht aus dem warmen Himmel auf der Schweiß für die Nase. Bringt die Hände wieder auf die Matte, Mittelfinger zeigen nach vorne. Position für Brett. Tief einatmen, ausatmen. Linkes Bein nach oben, rechte Hand nach oben. Rollt euch zur Seite und dann zurück, linken Fuß nach vorne, Adha Hanuman Manasana. Einatmen, Rücken lang, ausatmen, zusammenfalten, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, setzt den Fuß ab, rechtes Knie nach oben, Crescent Pose, Twist, nach oben, öffnen. Linke Hand hinter den Rücken, rechte Hand nach oben in den Krieger und vom Krieger Arme nach oben, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Gut, von hier linke Hand nach oben,
Ausatmen, linke Hand in den linken Fuß, rechte Hand über den Kopf. Von hier, guckt wieder, ob die linke Hand stark genug ist, dass ihr das Bein schwupp einmal nach hinten nehmen könnt. Und dann hier, Side Plank. Was ist das, Anna? Einatmen, ausatmen. Ihr könnt mal gucken, ob ihr euer Gleichgewicht gut ist, ob ihr an die rechte Hand fassen wollt. Die rechte Hand gucken könnt. Einatmen und ausatmen. Gut. Von hier setzt den rechten Ellenbogen ab. Side Plank auf dem Unterarm. Einatmen. Vielleicht mit Fuß nach oben. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und dann kommt zurück in die Unterarmplank. So richtige Erholung nach der Seite. Einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen, einatmen. Und mit dem Ausatmen kommt nochmal. Ja, ich komm ein Stückchen weiter nach hinten. Kommt nochmal in den Delfin. Zieht die Ellenbogen Innenseiten aufeinander zu. Oder die Ellenbogen aufeinander zu. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier wieder ein paar Majorasana Jumps dazu machen. Und dann setzt die Knie ab, kommt ins Kind. Bleibt hier für mindestens 10 Atemzüge. Ihr habt es geschafft. Dankeschön. Genießt noch ein bisschen Ruhe nach den 5 Atemzügen im Kind. Kommt ins Shavasana und bleibt für mindestens 10 Minuten.